Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und hier mit meiner jetzt wieder neuesten Errungenschaft, und zwar einem Flugzeugträger. Und dem will ich euch natürlich auch mal präsentieren und zeigen, wie denn das so gemacht ist in dem Spiel und was man sich davon erwarten darf. Mal schauen, ob wir denn da ein nettes Spielchen finden. So, da sind wir doch schon drin. Tier 5 geweckt. Alles in Ordnung. Wie gesagt, das Spielen mit einem Flugzeugträger ist eine Angelegenheit für sich selbst. Aber macht auch wirklich Spaß. Also ich muss sagen, bisher sind alle Schiffsklassen für sich sehr einzigartig und alle spielen sich ein bisschen unterschiedlich und das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Und da geht's dann auch schon los. Wir bleiben hier oben, würde ich einfach mal sagen. Beziehungsweise sogar fast eher dahin. Schicken unsere Flugzeuge mal dahin. Und da sind sie auch schon in der Luft, unsere Torpedobomber. Wir werden sie erstmal hier vorne hinfahren lassen und dann da ein bisschen kreisen. Also wie gesagt, muss sagen, optisch haben sie das Game wirklich stimmig, wirklich ansprechend gemacht. Jetzt fahren wir hier mal mit. Sozusagen mit der Wickes. Hoffentlich macht die Wickes gleich was auf. Da sind schon Jäger. Jäger sind gar nicht schön. Ne, da hauen wir wieder ab. Weil auf Jäger brauche ich es nicht. Wobei die Jäger sind jetzt mit anderen Jägern am Hadern. So. Haben sie jetzt nicht wirklich für mich interessiert. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Kongo hier ein bisschen ärgern können. Und da kommen unsere Torpedos auf die Kongo. Da müsste auch ein, zwei auf jeden Fall treffen, so wie das ausschaut. Vielleicht sogar drei. Oh, sehr schön. Vier Torpedos, die man hier ins Ziel gebracht hat. Auch man muss hier ein bisschen die Karte immer im Überblick behalten. Alle wieder zurück zum Schiff.
Besonders meine Torpedobomber sind jetzt gleich wichtig. Gerade hier drüben, da im Bereich BC-19, da ist richtig viel los. Deswegen auch Vollstoff. Und weg von da oben so ein bisschen. Ah ne, ihr nicht. Ihr landet. Ein Flugzeugträger, den will ich auf Vollgas zurück. In 33 Sekunden, da können sie dann wieder starten. Sind doch alle gar nicht mehr so weit weg. Der Firefighter, der steht da hinten in seiner Ecke, das hat er vielleicht sogar ein bisschen cleverer gemacht, muss man gestehen. Deswegen lassen wir jetzt mal schnellstmöglich unsere Flugzeuge hier starten. Und hier auf die Miyugi gehen. Ich hätte aber gerne so einen kleinen Winkel in ihrem Anflugskurs drin. Da ist nämlich noch wirklich ganz, 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 ganz viel. Oh, der hier unten bekommt es jetzt auch gleich, dem Yogi. Und jetzt gehen wir hier doch auf die gegnerische wiederum. Ab nach Hause, Jungs, ab nach Hause. Da dürften ein, zwei... Ah, nein, so gar keiner. Mist, Mist, Mist. Ärgerlich, dass da kein einziger getroffen hat. War die Streuung einfach zu krass. Und sie kommt immer näher. Also ich hoffe mal, dass mein Team da so ein bisschen jetzt drauf geht. Sechs zu drei steht's. Beide sind am Captain. Sobald hier die drei... Oh, oh, da kommen schon die ersten Schüsse in meine Richtung. Jetzt müssen wir uns ein bisschen bewegen. Ich weiß auch nicht, warum der... die Kuma hier so extrem in die Richtung fährt. Das könnte doch mal ein bisschen lieber zum Gegner gehen. Oh ne, nicht mehr im Schiff. Mal, dass dieses Mal... Oh, jetzt hätten wir gerade fast gecapt gehabt. So, jetzt sind die Torpedos hier im Wasser. Returning. Destination reached.
Da schaut es jetzt besser aus als gerade eben. Ah, da hat leider nur einer getroffen. Jetzt brauchen wir ganz wichtig unsere Flugzeuge. Hier der Aufklärer jetzt auch noch. Kommt, Jungs. Macht sie weg. Der Aufklärer ist schneller als wir. Der verdünnisiert sich. Aber unser schlimmster Widersacher hier ist von der Karte verschwunden. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Nur noch drei Gegner da. Also es schaut ganz gut aus. 10 Sekunden, dann habe ich auch wieder meinen Nachschub. Leider habe ich bis jetzt nur eine Staffel, noch nicht zwei. Die gibt es dann auch. Dann hat man zwei in der Luft. Das ist natürlich ein bisschen von Vorteil. Nur noch ein Gegnerschiff und die Miyugi wird hier auch schon ordentlich beschossen. Und da war's, ein Sieg. Wir haben 772 XP bekommen. Wir haben 21.000 Schaden machen können. Also ist natürlich jetzt nicht so, dass da nicht mehr geht, aber zumindest mal ein bisschen was konnte man sehen und ich denke, man hat besonders gutes Gameplay von den Flugzeugträgern gesehen. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ja, wie gesagt, ihr wisst es, lasst mir doch auch einen Kommentar dazu da. Bis bald, euer Karamba.